Heute die 10 schlechtesten Dinge, die aus den USA kommen. Nummer 10, Profit mit Haftanstalten. In den USA leben etwa 5% der gesamten Weltbevölkerung, aber ganze 25% aller weltweit Inhaftierten sitzen in US-Gefängnissen. 2,3 Millionen sitzen in den Vereinigten Staaten im Knast, trotz sinkender Kriminalitätsrate. Das liegt an Unternehmen wie diesem, private Gefängnisse. Die Ursprünge finden sich bereits vor über 200 Jahren zur Zeit der amerikanischen Revolution. Doch Privatgefängnisse, wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit 1984. Ziel war es, den Steuerzahler zu entlasten. So wurden 2015 schon 8% aller Inhaftierten privat untergebracht. Dabei geht es natürlich um ordentlich Profit. An Personal und Essen wird gerne mal gespart, dafür ordentlich viele Häftlinge, denn für jeden zahlt die Regierung Geld. Das führt zu schlechten Haftbedingungen, erhöhten Misshandlungsfällen, schlechterer Resozialisierung, aber Resozialisierung ist ja genau genommen auch nicht im Interesse der Unternehmen, die private Haftanstalten führen, schließlich geht's um Geld. Nummer 9, Syphilis. Krankheiten finden ihren Weg. Erst brachten Europäer bei der Kolonialisierung Amerikas im 15. Jahrhundert Krankheiten wie Pocken und Masern in die neue Welt, die sich dort verbreiteten und zu vielen Todesopfern führten. Doch aus Amerika kamen wiederum erste Berichte einer neuen Krankheit, Syphilis. Nur 3 Jahre nach der Ankunft von Kolumbus gab es dann erste Syphilisfälle wiederum in Europa. Hunderte Jahre war man machtlos gegenüber dieser schweren Infektionskrankheit. Erst die Erfindung von Penicillin schaffte im 20. Jahrhundert eine recht zuverlässige Heilmethode. Doch ganz sicher, dass Syphilis wirklich aus den USA kommt, sind sich Forscher nicht. Ein gefundenes Skelett in Kroatien lässt wiederum Gegenteiliges vermuten. Viele glauben jedoch an die Theorie, dass die Leute von Kolumbus die Krankheit aus Amerika nach Europa gebracht haben. Naja, Hauptsache man kann sie jetzt behandeln. Nummer 8, Lobbyismus. Lobbyismus ist keine Neuheit in der Politik. Schon im 17. Jahrhundert gab es Interessensgruppen, die Einfluss auf das Parlament nahmen. Doch in den USA geschieht Lobbyismus in der XXL-Variante. Größer, frecher, skrupelloser. Kein Wunder, dass Lobbyisten noch hinter Autoverkäufern das allerschlechtste Ansehen genießen. Die allgemeine Meinung, Lobbyismus zerrüttet die Demokratie. Politischer Einfluss sollte nicht primär Big Money Business bedeuten. Eine wichtige Erkenntnis, denn in den USA werden jährlich 2,4 Milliarden Dollar für entsprechende Beeinflussungen von Abgeordneten ausgegeben. Das ist mehr Geld, als man benötigt, um Senat und Kongress am Laufen zu halten. Und ganze 72 Mal mehr, als man in England für Lobbyismus ausgibt. Nummer 7, Fracking. Der weltweite Energieverbrauch hat sich zwischen 1991 und 2017 um unfassbare 50% erhöht. Doch an die wertvollen Energiereserven kommt man immer schwerer ran. Bei der Fracking-Methode aus den USA pumpt man eine Flüssigkeit mit hohem Druck unter die Erde. So werden Risse erzeugt, durch die Erdgas freigesetzt und gewonnen werden kann. Alles begann 1965 in Kentucky und es sorgt jetzt für hitzige politische Debatten. Denn die Sache ist nicht ganz sauber. Es kam vermehrt zu schweren Gesundheitsbeeinträchtigungen. Besonders hart traf es die Einwohner des Ortes Ponder in Texas. Hier sorgte Fracking für Übelkeit, Nasenbluten und verunreinigtes Trinkwasser. In Pennsylvania haben Fracking-Studien ergeben, dass es zu 40% mehr Frühgeburten und 30% mehr Risikoschwangerschaften führte. Doch Fracking ist ein profitables Geschäft und darum geht es ja wohl. Wenig gefördert werden hingegen erneuerbare Energien wie Windkraft. Nummer 6, Tetraethylblei. Auch Benziner sind nicht gerade ein Fest für unsere Umwelt. Autos verursachen etwa 15% der gesamten CO2-Emissionen. Doch es könnte schlimmer sein. Bis Ende des 20. Jahrhunderts gab es noch Benzin, das hochgiftig war. In den 1920ern erfand der amerikanische Ingenieur Thomas Midgley Tetraethylblei. Es wurde ins Benzin gemischt, um Motorklopfen zu unterbinden. Midgley selbst sagte, es sei sicher genug, um sich die Hände damit zu waschen. Doch er selbst erlitt bei einer Forschung eine Bleivergiftung, die er lange auskurieren musste. Doch bis Mitte der 90er wurde das verbleite Benzin zum Standard und riesige Mengen wurden freigesetzt, gesundheitliche Risiken inklusive. Eine Studie konnte gar eine Verbindung zur steigenden Kriminalitätsrate der USA feststellen. Besonders schädlich war die Herstellung. Mitarbeiter verhielten sich seltsam und entwickelten über die Zeit schwere bis tödliche Schäden. Nummer 5, Amerikanisierung. Dieser Begriff bezeichnet den Wandel von Gesellschaften in Richtung der Gegebenheiten in den USA. Sei es in der Gastronomie wie Starbucks, die Orientierung an US-amerikanischen Serien oder sprachliche Geflogenheiten. Die Episode macht safe 100.000 Klicks. Ja, jetzt fragt ihr euch, warum ist Amerikanisierung denn jetzt so schlecht? Da gibt's auch schlimmere Dinge aus Amiland. Doch die Amerikanisierung hat auch viele Probleme geschaffen. So wird die Frustration über die Verbreitung amerikanischer Kultur von Terroristen gerne als Argument gesehen, um das Feindbild zu schüren. Aber wohl am problematischsten sind Hightech-Firmen wie Google und Facebook. Diese Websites sind die meistbesuchten fast jeden Landes. Ausnahmen machen hauptsächlich Russland und China.
Das macht die USA zu einem mächtigen weltweiten Einflussnehmer bis hinein in die Rechtsprechung vieler Länder, die sich zugleich Sorgen um die Privatsphäre ihrer Bürger machen müssen. Nummer 4. Fast Food. Es ist schwer zu sagen, wo genau es mit Fast Food angefangen hat. Der Essensautomat von 1902, das erste White Castle Restaurant 1921 oder eben der erste McDonald's 1954. Doch der Punkt ist, einer der größten Kulturexporte der USA, Fast Food, sorgt für massive Gesundheitsprobleme, auch wenn es lecker ist. Unzählige Studien ermittelten einen Zusammenhang zwischen dem schnellen Essen und Übergewicht in Ländern von USA bis China. In einigen Ländern sind bis zu einem Drittel aller Kinder übergewichtig. 3,5 Millionen Menschen auf der Welt haben Typ 2 Diabetes. Das kommt leider zu einem großen Teil dadurch, dass Menschen zu viel Fastfood essen. Nummer 3. FCKW. Der Kühlschrank war eine Revolution, aber die alten Modelle tendierten dazu, giftige Gase wie Ammoniak oder Schwefeldioxid freizusetzen. 1929 führte ein Leck im Kühlsystem eines Krankenhauses zu 100 Todesfällen. Da war wieder unser Freund aus Nummer 6, Thomas Mitchley, gefragt. Er fand diese organische Verbindung, die er Freon nannte, nicht toxisch und nicht entflammbar. Diese Substanz wurde weltweit jahrzehntelang eingesetzt, egal ob im Deodorant oder eben im Kühlschrank. Und was man damals noch nicht wusste, gelangt FCKW in die Atmosphäre, so sorgt es für signifikante Schäden an der Ozonschicht. Deswegen ist der Einsatz von FCKW heutzutage in vielen Anwendungsbereichen verboten. Und Thomas Mitchell qualifiziert sich für mich gerade zum Umweltsünder des Jahrhunderts. Aber er wollte ja nur helfen. Nummer 2. Agent Orange. Der Vietnamkrieg war wohl einer der schlimmsten Handlungen der USA. Angefangen von Vortäuschung falscher Tatsachen, da gab es zu Recht Proteste. Das Ganze gegipfelt von grauenhaften militärischen Fehlverhalten und Kriegsverbrechen. Eine der schlimmsten US-Entwicklungen zu jener Zeit ist dieses chemische Entlaubungsmittel hier, Agent Orange. Im Zuge der Operation Ranch Hand wurde es tonnenweise versprüht, um den Dschungel zu vernichten, in dem sich der Feind tarnte. Agent Orange enthielt hochgiftige Substanzen. Man schätzt, dass 4,5 Millionen Menschen dem Gift ausgesetzt waren und über 3 Millionen die gesundheitlichen Auswirkungen spüren mussten. Dazu gehörten schwere Nervenkrankheiten, Krebserkrankungen, Neuralrohrfehlbildungen und Parkinson. Sogar heute noch leiden Kinder unter Geburtsfehlern, zurückzuführen auf Agent Orange. Und die Nummer 1, Nuklearwaffen. Hiermit haben wir es mit der zerstörerischsten Waffe aller Zeiten zu tun. Und da diese in den USA entwickelt wurde, ist sie natürlich hier in dieser Top 10. Entwickelt im Zuge des Manhattan Projects unter Robert Oppenheimer zwischen 1942 und 1946, wurde dabei das Prinzip der Kernspaltung auf die zerstörerischste Weise optimiert. Beim bis dato einzigen Atomschlag wurde von den USA 1945 jeweils eine Atombombe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Dabei starben 226.000 Menschen. Weltweit entwickelte sich ein Konzept, das Gleichgewicht des Schreckens genannt wird. Keine Weltmacht würde demnach einen Angriff wagen, weil sie dann selber zum Ziel werden würde, mit gleichen oder verheerenderen Folgen. Streng genommen hat dieser Kalte Krieg nie wirklich aufgehört. Auf Drohungen folgen wieder Drohungen und es bleibt die Hoffnung, dass es niemals zur Eskalation kommen wird. Denn das könnte das Ende der Menschheit sein. Das waren die 10 schlechtesten Dinge, die aus den USA kommen. Es bleibt euch überlassen, ob ihr Donald Trump noch dazu rechnen wollt. Schaut euch unbedingt noch die 10 typischen USA-Vorteile an. Und daneben 10 Fakten über die USA. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage wie immer am Ende auf Wiedersehen.